Hallo, hier ist wieder euer... Ach Gott, warum immer diese Standardbegrüßung? Ihr kennt mich ja mittlerweile. Wir sind zurück bei der Super Mario 74 Extreme Edition, der Rüdiger Show, weil Matze will ja nicht. Deswegen machen wir jetzt die Mission Nummer 2, zu hoch für kleine Leute. Vielen Dank nochmal, Luke Mellort. Es ist wirklich sehr interessant, dass du so eine Mission machst. Ich wünschte, du würdest öfter solche Missionen machen, die wir dann gemeinsam erleben können. Einfach nur gemeinsam für kleine Leute große Aufgaben erledigen. Das wäre eine sehr, sehr interessante Mission. Ich wünschte, du würdest einfach mal anfangen, den Scheiß nichts werden, statt immer nur dumm so rumzulaufen, wenn ich sowas tue. Genauso als würde ich einen dummen YouTube-Spoof einmal abspielen. Dumme Scheiß YouTube-Spoofs werfen, weil du da kriegst auch immer nur mal Randrüdiger. Du weißt nie, was richtig mal reagieren. Du weißt nie irgendwas ordentlich ist. Du bist immer nur dabei, wo du scheiße machst, so wie jetzt gerade. Weißt du, blöde, verdammte Ficksprünge zu machen, weißt du, das ist unmöglich. Finde ich gut. Oh mein Gott. Also Luigi hat gerade ganz komische Töne von sich gegeben. Mich in gewisser Form auch beleidigt. Ich weiß noch nicht, ob ich das gutheißen soll. Gay Luigi, gay Luigi, gay Luigi, gay Luigi. Rüdiger, stell dir vor, wie der König You Saved Me sagt. Hab ich seine Hände ausbreitet. Das kannst du nicht mit mir machen. Ich habe einen tödlichen Spruch jetzt vor mir. Oh Gott. Hallo Leute, willkommen bei meine Magic 6. Nicht. Willkommen bei Super Mario Galaxy 2. Nicht. Willkommen bei so ein Spiel. Korrekt. Wir begrüßen euch herzlich zu der Rüdiger Show, wo wir uns immer noch fragen, wo Rüdiger gerade ist. Und was mache ich hier? Er hat es richtig erkannt. Ich bin hier. Ich bin vollkommen wahnsinnig geworden! Oh ja! Oh ja! Du musst jetzt drüber sprechen! Und ich hab meine Beste! Oh nein, der war am Stern geworden! Oh Gott, wie groß ist das Gold, das ist so Stern geworden! Ey, geil, der ist so schön für die Figur! Oh, du schrägst richtig das Scheiß, Rüdiger! Oh, ist das nicht geil, Rüdiger, so scheiße schlägt er! Oh, ist das nicht geil, das Spiel, Rüdiger! Rüdiger, wirst du nicht drüber nachdenken! Und in dem Fall, dieses geile Spielspiel, du musst es sein für Continue! Du musst aber weiter rennen, Rüdiger, Rüdiger, renn halt weiter! Rüdiger, renn! Rüdiger, renn auf dein Leben, so ist das Spiel! Ja, hol mir das Bild rein, Rüdiger! Renn in dein Bild rein! Oh, das ist aber reingegangen, Rüdiger! Oh, das ist das Bild, Rüdiger! Das ist selbst für Matze so, Rüdiger! Du bist ja genau, Rüdiger. Du bist ja zu klein, Rüdiger. Rüdiger, Rüdiger, das ist so lustig, ne? Rüdiger, du wirst ja nicht die ganze Zeit so rumlaufen in der komischen Käfig oder das geht alles an Ding. Was ist das? Rüdiger, oh, das ist ja ein großes Spiel, Rüdiger. Oh, Rüdiger, du bist so rumgesprungen, Rüdiger. Das ist nämlich an der gesprungen, hast du am Ende von dem blöden anderen Star Wars, weißt du? Du bist auch die ganze Zeit rumgesprungen, Rüdiger, wie du wieder rumgesprungen bist, ne? Weißt du, auch richtig tolle Gespräche gemacht, Rüdiger, wie du das jetzt noch rumgesprungen bist, Rüdiger. Da hast du richtig toll rumgesprungen und hast du dir das auch so noch den ganzen Tag so. Ja, oh mein Gott, ich kann ja richtig gut Star Wars spielen. Oh Mann, ist das ein schweres Spiel. Und du hast so, oh, das kann ich auch nicht Extreme Edition hier machen, ja, das ist aber einfach ganz einfach, hier die ganzen 10 Sterne zu holen. Und du hast es die ganze Zeit nur, ja, was soll da schon passieren, wenn ich meine 10 Sterne hole, überall nur Lava, das ist gar kein Problem, überall sind wir unter Ecken, und da geht es gar rein, da kannst du einfach irgendwo hin, und da kannst du, ja, natürlich ist die einfach, wenn du, da muss ich rüberspringen, aber das ist ja auch gar kein Problem, der Überrüdiger, oh, ich kann so tolle Schritte machen, oh, kann ich durchspringen, oh, noch nicht mehr da schaffe ich, oh, ich bin Rüdiger, ich kann einfach gar nichts schaffen, oh, ich bin so wieder reingefallen, Überrüdiger, ich kann einfach gar nichts schaffen, oh, ich kann meine Blöcke kaputt machen. Oh, ich muss mich heilen, damit ich wieder scheiße stecke. Oh, Rüdiger, ich kann über kleine Sterne springen. Oh, Rüdiger, was machst du denn gerade rüber springen, Rüdiger? Oh, wo brauchst du deine Safe-Test? Das kann ich sehr interessant sein, Rüdiger. Dann ist du nicht noch an Mario Kart, Rüdiger. Weißt du noch, was in Mario Kart passiert ist, Rüdiger? Da hast du die ganze gezählt, Rüdiger, wenn du die ganze Rauch geladen hast, weißt du, Rüdiger? Da hast du die ganze hochgezählt, Rüdiger. Das ist ganz schön interessant, Rüdiger, ne? Und da hast du auch niemals aufgekommen, das zusammen. Du hast immer wieder dasselbe gesagt, Rüdiger. Und niemand kann das Rüdiger, aber niemand bei Hyper United nachgucken, Rüdiger. Weißt du, das ist immer dasselbe, Rüdiger, weil niemand danach guckt. Also, guckt immer nur jeder auf deinen Hauptkanal nach, Rüdiger. Dann habe ich dir auch nie was gefragt, was ich da dann auch mache, Rüdiger. Ich habe noch nie irgendwas darüber nachgedacht, Rüdiger. Weißt du, und da ist wieder eine wunderkomische Penisbaum für Rüdiger, wo du immer sagst, oh, ich will dich beglücken, Rüdiger. Weißt du noch, bei Star Wars, Rüdiger? Wo du das ganze Zeit hast, Rüdiger. Hast du ganz immer dasselbe gesagt, Rüdiger. Weißt du, immer nur darüber geredet, Rüdiger. Dass es nie um was anderes geht, Rüdiger. Du hast immer nur gesagt, oh, ich muss Baumstämme beglücken, Rüdiger. Und ich habe noch nie darüber beschwert, Rüdiger. Dass du das immer wieder gesagt hast, obwohl das so ein Kindskopf-Scheiß ist. Weißt du, oh, jetzt mache ich den platt, Rüdiger. Oh, ich hab
habe den Penis gerade verkleinert, Rüdiger. Oh, das ist so richtig toll. Oh, das ist lustig, Rüdiger. Ne? Oh, das ist richtig Spaß, Rüdiger. Ne? Das ist ein richtig, richtig großes Erlebnis, Rüdiger. Hier immer mit deiner komischen Lava rumziehen. Oh, gehst du tot? Was? Oh, wie macht man das denn? Oh, ich kann das nicht schaffen, Rüdiger. Ich muss Wandsprünge darüber machen, aber ich weiß das nicht, Rüdiger. Ich weiß noch nie was, Rüdiger. Oh, die soll doch nur rüberkommen, Rüdiger. Vielleicht habe ich noch nie drüber, ob der fast da wird. Das ist doch nicht so ein leichtes Spiel, wie ich dachte. Oh, Rüdiger, das ist ja so traurig, ne? Dass du da nicht rüberkommst, Rüdiger. Dann weißt du was, wenn du wieder da rüberkommst als Rüdiger. Dabei ist die Lösung so einfach, Rüdiger. Aber das ist doch nicht so schlimm, Rüdiger. Aber niemand weiß die Lösung. Das wissen nur kluge Leute. Oh, ich mach Wandsprünge für Rüdiger. Ich schaff das so. Das funktioniert überhaupt nicht. Und das kannst du kannst ruhig sagen, Rüdiger, dass es halt kein Autosperm hat, andere Rüdiger. Also das wird das Warn des Versagens kommen, Rüdiger. Das oh machst du nicht voll, Rüdiger. Nicht oder? Das Warn des Versagens. Das wird auch für eine andere Folge auf, Rüdiger. Ne, ja, oh, das ist gar kein Problem, oh Gott, Rüdiger. Ich kommen, dass du ganz darüber nachdenken musst, Rüdiger. Das ist nicht schlimm, Rüdiger. Weißt du, es könnte auch anders kommen, Rüdiger. Weißt du, manchmal lassen die auch andere Worte zu Gott kommen, Rüdiger. Weißt du, was die dann sagen? Wenn andere Leute zu Wort kommen, dann sagen sie nämlich sowas. Sag mal was, du komischer anderer Mensch. Ich bin Rüdiger, ich mache 5 Jahre Let's Plays und nehme immer noch meine Stimme mit dem Windows-Standard-Audio-Rekorder auf. Richtig. Schlecht! Okay, Rüdiger, jetzt hast du mal was anderes gehört, Rüdiger. Hast du mal gedacht, dass andere Leute das auch nicht, Rüdiger? Oh, du hast einen Audiorekorder, Rüdiger. Weißt du, du bist ein richtig stolzer Mensch, weißt du das, Rüdiger, weil du die ganze Zeit immer mit dem Audiorekorder aufnimmst. Du musst darüber nachdenken, Rüdiger, das ist gar kein so schlechtes Problem, Rüdiger. Dass du immer wieder deinen Aufnahmerekorder dann aufnimmst und dass du dir darüber nachdenkst, ja, mein Aufnahmerekorder, oh, der nimmt das so schön Format auf, das ist so richtig schön, ein lossless, richtig schöne Aufnahme. Also, oh, meine Stimme, die ist so klar und deutlich, Rüdiger. Richtig schöne, klar und deutliche Aufnahme. Und so denkst du, oh, die kann ich auch so gut aufnehmen, aber so mal mit blöden 480p Videos, die auch so interessant sind für andere Leute, weil jeder auch deine blöden Videos guckt, eigentlich gar keiner mehr, außer Ikusada, der immer deine Safe States sieht. Weißt du, das kannst du froh sein, dass noch irgendjemand da ist, Rüdiger. Kannst du froh sein, weißt du, die Leute verlassen hier schon den reservierten Raum, dass ich das nicht mehr aushalten kann, Rüdiger. Rüdiger, du fällst einfach runter, Rüdiger, weißt du, das geht nicht rein, Rüdiger. Also, es ist alles behindert, Rüdiger. Also, oh, Mann, ich springe rüber mit meiner Kiste. Oh, du Rüdiger. Ja, ich kann nur rüber, so, als voller Kacke, Rüdiger. Oh, Rüdiger, was hast du darüber nachgedacht? Einfach seine Klappe, Rüdiger. Muss man aber nicht die ganze Rüdiger sagen, Rüdiger. Du kannst auch einfach manchmal darüber nachdenken, was wäre, wenn diese Person einfach eine Stimme in deinem Kopf ist, Rüdiger. Was wäre, wenn wir Werbung für Dragon Ball machen? Es geht so bestimmte Projekte von dir, Rüdiger. Die sind gar nicht astral. Dazu gehören auch bestimmte Dinge, die mit dir anfangen und mit Paul aufhören. Und da kommst du so wieder so Rüdiger und sagst, the balls are in it. Und da kommst du dich so, weißt du, dann lachst du wieder. Ne, das haben wir schon fast wieder. Wenn du so einen blöden Piccolo vorstellen musst, der das sagt. Ja, das hat die mir. Und schon wieder springst du die ganze Zeit noch rum. Das war schon mal was Ordentliches, Rüdiger. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komm gerade im ersten Level nicht weiter. Ich weiß nicht mehr, wie man da zum nächsten Stern kommt, ehrlich gesagt. Das ist überhaupt, dass du das bis jetzt durchgezogen hast. Also willst du, dass ich weitermache, Rüdiger? Oh Gott. Die Turmspitze ist nichts für dich, Rüdiger, weißt du, bist du klein, Rüdiger. Siehst du, wie das Level heißt? Squadala-Turm. Squadala, we are off. Wow. Bah. What a awesome. Das erinnert mich an das eine Level, was mal jemand für mich gemacht hat, Rüdiger. Da war auch so ein Typ mit meinem Kopf gewesen, Rüdiger. Ist das nicht ein schöner Kopf, Rüdiger? Okay, das ist cool. Das ist nur die Rückseite, Rüdiger. Stell dir mal vor, wie seine Vorderseite aussieht. Weißt du, es ist seine Rückseite, das ist seine Vorderseite. Sein. Die Vorderseite ist dann wahrscheinlich Yari oder so, ist nicht so irgendwie gekommen. Jetzt findest du da raus, Rüdiger, würde ich mal so sagen. Okay. Oh nein! Rüdiger, das ist ein schöner Kopf, ne, Rüdiger? Oh, ne, das ist nichts drauf, Rüdiger. Oh, da hast du dir gehofft, dass er irgendwas anderes noch dahin gemacht hat, Rüdiger, aber es ist nichts gekommen, Rüdiger. Das hat mir ehrlich wehgetan, ne? Das ist richtig schade, ne, Rüdiger, das ist schade, ne? Rüdiger? Ich kann's nur immer wieder... Das ist schade, ne? Das ist schade, ja. Das ist richtig schade, ne? Das ist, weil du keinen Kopf mehr hast. Oh, geil, jetzt muss ich hier hochstehen. Ja, yeah, super Salto. Oh, Rüdiger, das machst du richtig toll. Oh, willst du da hochgehen, Rüdiger? Du weißt schon, dass du dieses ganze Spiel schon mal gespielt hast in der Nicht-Extreme Edition. Und da war es auch schon schnell. Oh, komm mal hier hoch. Oh, du hast die Schlange zwei Stück gemacht. Oh, das siehst ist du, wie stark ich geworden bin, ja? Richtig, oh, Mann, durch Star Road habe ich so viel gelernt. Ich kann super auch mit 6 in einer Stunde durchspielen mit einem Stern. Oh, ich bin Rüdiger. Ich brauche gar keine Chance mehr. Oh, ich bin bei Star Road, habe ich die ganzen Level geschafft. Ich bin sogar im Asteroidenland herumgeschwommen. Ich hatte
gar keine Gruppe. Oh, ich bin Rüdiger. Ich habe Fans wie meinen lieben Freund Chainsaw Man 16, der für mich Fanvideos macht, weil kein anderer mehr für mich Fanvideos macht. Aber vielleicht hat er auch einfach seine Gründe dafür, dass er sein Freund ist, wenn er Fanvideos macht. Und du so, oh, ich bin Rüdiger. Ich brauche gar keine Fans, weil ich habe meine Freunde. Oh, ihr seid einige, ich bin total unabhängig. Ich bin ein richtiger Staat. Ich spiele den ganzen Tag Civilization 5 und freue mich darüber, dass ich Staaten habe. Oh, richtige Stadtstaat, Rüdiger. Oh, machst du die ganze Quest dafür, Rüdiger, ne? Ja, du denkst du die ganze Zeit, oh, den ganzen Tag in Civilization spielen. Ich denke echt, ich wäre Österreicher, muss jetzt Napoleon helfen. Oh, ich bin Rüdiger, ich will echt, ich bin Napoleon, weißt du? Und da kommt er so bei dir an und du denkst dir dann so, oh, diese Piranha-Pflanze, die gibt mir Münzen, weil ich will ja auch so unbedingt 100 Münzen stellen sammeln. Natürlich, das ist der allererste dich. Hat sich gerade deine Stimme verändert? Nein. Okay, ich dachte eben kurz. Und ich kann es nur immer wieder betonen, ihr wolltet ihn wieder bei diesem Projekt dabei haben. Das habt ihr selber schuld, Leute. Wisst ihr, jetzt ist wie der Rüdiger. Hallo, ich bin Chainsaw Man 16. Ich bin dafür bekannt, dass ich manchmal nur Scheiße rede. Wisst ihr, das ist das Problem, die Bauern. Guckt doch mal diese glücklichen Stomps an. Ja, eigentlich mal, warum wisst ihr, da gibt es so eine Fortpflanz-Bredouille, ne? Da gibt es so bestimmte Mario-Charaktere, die sind von anderen Charakteren abhängig. Also, da siehst du so einen blauen Staub. Guck mal, wie glücklich die dich angucken, ne? Das sind richtig glückliche Steine, Rüdiger. Du musst dich auch mal fragen, wie komme ich da jetzt hoch? Was macht dieser Stein denn so anders als ich, Rüdiger? Na, wie kommst du da? Oh, das ist aber ein schöner Sprung gewesen, wow. Rüdiger. Hast du einmal was geschafft in deinem Leben? Einmal habe ich mal was geschafft in meinem Leben. Gekommen. Ja. Oh, jetzt komme ich da nicht hoch. Ich bin Rüdiger. Ich bin zu klein dafür. Ich bin Mihawk und ich habe den ganzen Tag nichts zu tun, weil diese Steine hochzukommen. Okay, diese Stimme ist echt nervig, Rüdiger. Hast du das schon mal gesagt, Rüdiger? Ja, irgendwie. Nichts anderes, ne? Das war manchmal Cry. Weißt du, gay stand da eben drauf. Hast du das gesehen, Rüdiger? Ja, das wo stand gay? Moment, das habe ich gar nicht mehr. Gay auf der Lade. Das ist richtig gay, weißt du? Tatsächlich, richtig das gay. Ist gay. Das ist richtig alles gay. Einfallen. Richtig, weißt du, manchmal ist es so richtig gay, Rüdiger, weißt du, das ist ja auch nicht schlimm, Rüdiger, weißt du, es gibt ja auch so bestimmte Momente, wo du dir einfach denkst, das ist gay Luigi und so witzig, weißt du, und dann findest du manchmal raus, dass gay Luigi wirklich sehr witzig ist, Rüdiger. Irgendwie schon, aber wenn du dir überlegst. Wenn du darüber nachdenkst, dann ist das manchmal echt witzig, Rüdiger, ne, wie witzig das ist, ja, gay ist, ja, ist ja nicht so, dass das irgendwie eine Fansynchronisation wäre, sondern es ist ja tatsächlich offiziell von dem Sprecher so eingesprochen worden. Also richtig schön, ja, richtig schön gay Luigi, Rüdiger. Und er sagt einfach witzig, gay Luigi, und das ist halt das Witzige daran. Also Rüdiger, so endet das dann, das Ganze, weißt du, da Ende hast du ein Video, das völlig verkorkst ist, weil ey, so ein Typ, der die ganze Zeit dazwischen redet, du eigentlich gar nichts zu sagen hast in diesem Video, weißt du, weil dir wieder gar keine Chance, weil du die ganze Zeit hier spielst und dann ist da so ein Typ die ganze Zeit rechts neben dir, der dir dann so sagt, ja Rüdiger, das ist Extreme Edition und du hast ganz schöne Augenringe da in diesem Spiel und dann kommt er so zu dir und dann sagt du, ja, wo ist denn jetzt der dritte Stern, weißt du, du hast jetzt gerade 10-20% deiner Aufgabe geschafft, die du hier in diesem Let's Show zeigen willst, ne, und du denkst ja immer noch so dran, ich bin Luigi, du bist gar nicht so groß wie Luigi, weißt du das eigentlich, weiß gar nicht, warum nee. Du das grüne gegeben hat, weißt du, das ist das Schnitt daran, weißt du, als wärst du groß, also das ist schon diese Ironie, weißt du, die er reingebaut hat, also einfach ein viel zu klein ist dafür, also du bist einfach zu schlecht für dieses Spiel, weil du denkst, der denkt, oh, ich bin nach Müllern, ich habe dich jetzt grün gemacht, oh, jetzt bist du voll Rüdiger, eigentlich meine ich das gar nicht so. Grün ist die Hoffnung. Ich bin grün, ist auch, viel anderes, grün ist auch die Farbe der Kotze, die ich immer auskotze, wenn ich fahre, so, weißt du, und so, oh, ich hab ein R auf meinem Kopf, okay. Weißt du, er steht auch für, lassen wir mal kurz nachdenken. Er steht auch für Rage, für ranzige Scheiße, genau, und für Rage Grid, weißt du? Ranzige Scheiße. Weißt du, da ist er, denkst du auch schon die ganze Zeit, oh, ich habe eine Stampfattacke direkt über den Boden gemacht, ich bin Rüdiger, ich habe das so nötig, weil ich dadurch meinen Schaden abdämpfe, kann und die ganze Zeit Safe States benutze. Wie funktioniert denn das? Oh, ich war Rüdiger. Ich habe mal Wandsprünge gemacht, die super gut waren, aber jetzt mache ich die nicht mehr, weil ich war noch eine Wandsprünge mehr. Vorher habe ich die immer gemacht auf den Distanz, aber ich bin Rüdiger. Ich brauche das nicht. Ich hau nur auf meinen komischen Schuhsprünge, die gar keinen Sinn machen. Also, ja, das funktioniert aber nicht, weil ich andauernd an die Kante komme hier. Das ist ja... Musst du mit der Wandsprünge mal ein bisschen präziser sein? Hast du schon mal versucht, das präzise zu machen? Weißt du, es gab so ein anderes Spiel, da wollte auch mal alles präzise machen, aber weißt du, was das Witzige daran ist? Du hast immer noch nichts davon hochgeladen von den letzten zwei Folgen. Mann, ich komme nicht. Weißt du, wie alt diese Folge die sind? Weißt du, wenn die das dann gucken, dann sagen, oh, worüber reden die dann überhaupt noch? Und darüber reden sie gar nicht mehr über ein komisches Star oder so. Hier in Super Mario 74, so, das ist nachher eher ein ganz anderes Spiel. Und so, das passt ja gar nicht von der Zeitlinie her. Dann sage ich den Leuten, ja, das tut mir leid, aber auch wenn ich leider keinen Einfluss habe. Rüdiger die ganze Zeit, Mann, ich muss doch nicht hochladen. Aber hier Super Mario 74 und Dragon Ball, das ist ja so, und das ist so dringend. Ja, jetzt habt ihr mich hier, weißt du, jetzt bin ich hier, jetzt nehme ich das mit euch auf.
ist, aber die kommt da nicht ran. Wisst ihr? Der denkt sich nur die ganze, oh, hier Moment. Ist das Haus des Nikolaus und Was? Da komme ich nicht ran. Das ist die Turm. Ist das die Turmspitze, die nichts für mich ist? Vielleicht? Dass ich das gar nicht schaffen kann? Oh, wie? Zweifelst du an dir selbst? Oh, du kannst du nicht schaffen, als hätte er das Level so gemacht, dass du da nicht rankommen kannst. Oh, ich bin Rüdiger. Ich kann das nicht schaffen, weil so, als hätte er das irgendwie absichtlich reingebaut. Ich glaube, ich kann das gar nicht schaffen. Ja, aber ich weiß gerade echt nicht, wie das funktionieren soll. Weil die Zeit, weil wir es wie bei Austern haben. Wie hast du auch gesagt? Und ich dachte, hier gibt es keine Platin-Zeit. Ich dachte, das wäre alles nur ein Scherz. Und dann habe ich das irgendwann mal bei Peaches gesehen auf YouTube. Und da war das auf einmal echt so gewesen. Ich bin Rüdiger. Ich habe das gar nicht geglaubt. Das geht ja gar nicht. Oh, ich bin grüner Luigi, der gar nicht grün ist, weil ich einfach viel zu klein bin. Das geht nicht. So Luigi, weißt du, mit so einem R drauf. Das ist eh alles falsch. Weißt du, wie hat er kein Wario gemacht? So klein und gelb. Das hätte mehr zu dir gepasst. Ich bin nicht dick. Also noch nicht. Also ich arbeite dran, aber. Ich bin. Hat irgendeiner gesehen, wie ich das gerade gemacht habe? Ich habe das gesehen, Rüdiger. Und so wie ich dich kenne, kommt dann wieder, oh, Rüdiger, Director's Cut. Ich zeig das, wie ich das wirklich schaffe. Das schneide ich jetzt raus, weil dann denken die Leute, ich wäre schlecht. Ich bin so, okay. Mann. Was ich euch sagen will, ist, Leute, wie ihr seht, ist Rüdiger sehr konzentriert dabei, diesen Sprung zu schaffen. Und wie ihr schon einmal sehen konntet, wenn er es nicht im Director's Cut rausgeschnitten hat, hat er es eben schon einmal geschafft. Aber wie wir Rüdiger kennen, wird er es rausschneiden. Da wird er das nachher nicht sagen können, oh, ich habe es gleich beim ersten Versuch, bin ich drauf geblieben. Also ich bin Rüdiger, ich habe das nie passiert, wie damals mit dem Uga-Uga-Mann beim Blaskopf. Das war nicht schon wieder der Uga-Uga-Mann. Ich werde es niemals vergessen, weißt du, wie du es erzählt hast. Und dann machst du einfach Mr. Tambourine Man rein. Also wen interessiert das überhaupt? Und du so, oh, Mr. Tambourine Man. Oh, und scheiße. Und anstatt einfach Uga Uga drin zu lassen, die Witziger, oh, ich hab Angst, rassistisch zu klingen. Ich bin Rüdiger, ich meine, wer doch so der große Rassist, wenn du da wohnst und ein tausende Türken wohnst, weißt du, es ist niemand interessiert, dass wenn die da auf die Straße rumlaufen. Du selber sagst immer, oh ja, das ist normal, ja, aber wenn ich einmal so ein Schwarze sage, Uga Uga, dann bin ich gleich rassistisch. Aber darüber ich bin deprimiert. Ich weiß nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Ich hab's echt komplett. Ich bin schon seit 16 Minuten und 47 Sekunden auf, aber es ist doch egal, ich habe immer noch 2 Sterne. Und ich glaube, ich habe noch 1 Stern, das ist mein ersten Part. Oh, aua, ich bin Rüdiger, ich bin ein grüner Typ mit einem blauen Latzmütze. Es ist nicht umsonst Extreme Edition, zumal ich überhaupt keinen Plan habe, wie das hier gehen soll. Ey, das ist doch... Was hat er sich denn dabei gedacht? Wer soll denn das... Und wie? Wusstest du, dass jedes Mal, wenn du diesen verdammten Sprung ist, da Scheiß aus dir rauskommt, wenn du jedes Mal diese Münze berührst? Stimmt. Das ist ganz schön scheiße, was du da... Weißt du, das ist richtiger Poop, Rüdiger. Das ist richtiger also, Poop, ja. Das ist richtiger YouTube-Poop, was wir da haben. Okay, dann probieren wir was anderes. Dann das ist natürlich so eine Sache. Dann ist diese Turmspitze wohl wirklich nichts für mich. Das ist was. Ich würde mich echt mal interessieren, wie das geht. Also, ob man das mit Sprungtritt machen muss, oder... Also, das ist jetzt interessant. Das habe ich nämlich noch nie gesehen, wie das geht, die Mission. Das ist natürlich die Sache, Rüdiger. Genau, das ist das, was sie uns alle fragen. Ne? In so welchen Momenten ist das natürlich manchmal fraglich. Aber weißt du, was ich mir dann immer denke, wenn sowas passiert? Ja. Es gibt da so eine simple Lösung, wie sowas in sowas passiert, Rüdiger. Du musst dir manchmal einfach denken, ja Mensch, das ist jetzt halt so gewesen. Ne? Aber was soll's? Aber warum ist es so, wie es ist? You know what they say. Oh nein.